Genau. Ja, dann würde ich auch auf jeden Fall nochmal alle herzlich begrüßen zu diesem kleinen Hangout zum Thema Lernreise. Schule kann auch anders gehen. Ein Seminar an der Ruhr-Universität Bochum von Lehramtsstudierenden für Lehramtsstudierende, bei dem es ganz offensichtlich um Schule geht. Und bevor wir in dieses kleine Hangout reinstarten, wollen wir uns natürlich auch kurz vorstellen. Deswegen, hallo, ich bin Jan. Ich studiere gerade am Ende des Bachelors Sportwissenschaft und Germanistik und habe das Seminar, das Projekt letztes Jahr besuchen dürfen, letztes Jahr die Lernreise mitmachen dürfen und darf jetzt auch eine Lernreise als Gruppenleiter gerade betreuen und übergebe deswegen auch kurz an Daniel. Ja, hallo, ich bin Daniel. Ich bin jetzt im Master in Deutsche Geschichte, studiere Master of Education. Und auch ich hatte das Glück, mit Jan zusammen im letzten Semester die Lernreise zu besuchen. Und es hat mich so begeistert, dass ich direkt auch eine Seminarleitung übernehmen konnte. Und damit Genau. will ich auch direkt noch einmal kurz wieder weitergeben, so kann ich ja. Super. Deswegen starten wir auch direkt mal rein. Und zwar wollen wir euch heute einfach mal vorstellen, was die Lernreise überhaupt ist, was das Seminar in der Uni so ausmacht, was so unsere Prinzipien sind und euch dann auch einen kleinen Einblick auch in die Zeitstruktur geben, wie so ein Seminar während des Semesters quasi abläuft. Und danach wollen wir euch natürlich auch sagen, warum Lernreise? Also warum bieten Lernstudierende bei uns ein eigenes Seminar an? Was ist so das Ziel und die Motivation dahinter? Und wie kann man vielleicht dadurch auch so einen positiven Mehrwert für alle schaffen? Und am Ende natürlich auch gerne eine Austauschrunde kommen, wo Fragen gestellt werden können und vielleicht auch diskutiert wird. Also, dann starten wir direkt mal rein. Ich würde an Daniel für den ersten Teil auch wieder abgeben. Ja, danke dir, Jan. Genau, ich werde euch ganz kurz erläutern, eben ein bisschen theoretisch, was ist überhaupt die Lernreise, wie funktioniert die Lernreise, was kann man sich darunter vorstellen und wie ist die ganze Geschichte aufgebaut. Genau, wie wir schon gehört haben, ist die Lernreise ein Seminar, was eben von Lernstudierenden für Lernstudierende angeboten wird. Und genau das ist so dieses Grundkonzept. Die Lernreise besteht aus 15 Studierenden. Davon sind 12 eben Teilnehmer und 3 sind so wie Jan und ich Gruppenleiter. Gruppenleiter sind dabei einfach nur quasi erfahrene Lernreiseprofis, wenn man so sagen möchte, die Lernreise schon gemacht haben und so ein bisschen anleitend zur Seite stehen. Es soll aber niemals vergessen, das Seminar wird eben von den Studierenden organisiert und die Gruppenleiter sind nur so ein bisschen als Hilfestellung, die geben so ein bisschen die Grundlage, weil sie eben schon die Erfahrung haben aus dem letzten Semester, aus der letzten Lernreise. Genau. Und diese 15 Studierenden gehen dann eben auf eine Reise, auf eine zweiwöchige Reise durch Deutschland, wo die sich eben gute Schulen anschauen, die sie vorher sich ausgesucht haben. Das Seminar besteht aus dem klassischen Seminarsitzen, wie man das Universität kennt, den 2 Wochen Lernreise, in der 5 Schulen besucht werden und nach der Lernreise eben nochmal ein Wochenende. Das Seminar findet alle 2 Wochen statt, es sind 4 Stunden. Wir haben einfach gezeigt, dass es ein bisschen schöner ist, 4 Stunden miteinander zu verbringen, anstatt jede Woche die klassischen 2 Stunden. Es besteht aus hauptsächlich 3 Aspekten. Das ist eben der theoretische Input. Dieser theoretische Rückhalt hilft uns eben irgendwie das Konzept Schule überhaupt zu verstehen. Wie funktioniert Schule? Wie können wir uns Schule vorstellen? Und ermöglicht eben auch durch Studierende einen Input zu geben, durch Impulsvorträge und eben viele Diskussionen, die da geführt werden. Zweiter großer Teil ist eben die Planung der Lernreise, eigentlich das, was den Hauptteil ausmacht. Weil wenn man 2 Wochen zusammen in einer großen Gruppe fährt, muss man sich natürlich erstmal aussuchen, zu welchen Schulen fahren wir, wo übernachten wir, wie kommen wir dahin, funktioniert das alles, was essen wir während der ganzen Zeit. Und das ist eben so der Hauptteil des Seminars, wo eben geplant wird, wie gehen wir überhaupt auf Lernreise. Und was eben nicht zu kurz kommen darf, wenn man 2 Wochen zusammen mit Leuten, die man bis zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so gut kennt, kommen da aus den Teambuilding-Aspekte. Wir haben halt ein schönes Repertoire an Spielen und Möglichkeiten uns erarbeitet, wie wir eben Teambuilding betreiben können und wie sich die Leute auch wirklich näher kommen und kennenlernen. Und dann eben auch man viel eher mit einer Gruppe Freunden auf diese Lernreise geht, anstatt mit einer Gruppe fremder Studierender, die man noch nicht kennt. Und auf dieser Lernreise geht es dann eben richtig los. Man fährt eben durch Deutschland. Man muss natürlich ein bisschen was für die Fahrt auch einplanen. Wenn man zum Beispiel von Köln nach Berlin fährt, dann dauert das seine Zeit. Ist nicht zu unterschätzen. Und auf dieser Fahrt werden dann eben diese 5 Schulen, die vorher während des Seminars ausgewählt wurden, besucht.
Diese Schulbesuche setzen sich meistens aus Hospitationen und Gesprächen zusammen mit Lehrkräften und Schulleitungen und ermöglichen eben so einen Einblick zu finden in diese Schule. Was macht diese Schule aus? Was haben wir vorher uns erarbeitet? Was können wir daraus in der Praxis mitnehmen? Nach einem solchen Schulbesuch kommt eben einer der wichtigsten Teile, die diese Lernreise eben auch durchzieht, und das ist die Reflexion. Man setzt sich als Gruppe zusammen, man schaut sich, was hat man gesehen, was habe ich mitgenommen, was ist persönlich für mich dabei rausgesprungen mit diesem Besuch, und reflektiert eben. Man schaut die Schule an, man schaut das Schulkonzept an, was habe ich mitgenommen, vielleicht auch welche kritischen Aspekte findet man. Und damit kann man sich halt so ein Bild von dieser Schule machen, dass man eben, die man eben tollerweise, dass eben das ganze Ding der Lernreise auch gesehen hat, wirklich, und nicht nur Bilder oder Videos oder Texte darüber gelesen hat. Nachdem diese 2 Wochen Lernreise eben vorbei sind, hat man noch so ein bisschen, wird einem erstmal ein bisschen Zeit gegeben, um das Ganze zu verarbeiten. Was habe ich gesehen, was habe ich mitgenommen? Mit einem vernünftigen Abstand wird eben noch ein Nachbereitungswochenende veranstaltet, in dem sich alle Teilnehmenden, alle Gruppenleiter, die ganze Gruppe eben nochmal trifft und noch einmal die ganze Reise insgesamt noch reflektiert. Dabei ist die Reflexion natürlich auch wieder auf die Schulen, auf das, was ich gesehen habe. Was habe ich mit einem gewissen Abstand, was kann ich nochmal sagen, was konnte ich mitnehmen, aber eben auch auf persönlicher Ebene. Die Reflexionen finden halt auch zwischenmenschlich statt. Man betrachtet sich und seine Lehrerrollen, was kann man gut, was zeichnet einen aus als Lehrer und vielleicht auch, was, woran kann man noch arbeiten, was verbesserungswürdig manchmal, und man kriegt halt so einen menschlichen Wachstum, charakterlichen Wachstum daran, den man vielleicht in anderen Seminaren nicht so erkennt. Genau, für uns hat sich gezeigt, auch schon vor Corona, dass eben eine digitale Gestaltung viel des Seminars ausmacht. Wir haben tolle, tolle Tools uns erarbeitet, die sich eben dafür eignen, die Lernreise ein bisschen zugänglicher zu gestalten und auch ganz viel ermöglichen, was eben diese gemeinsame Arbeit angeht, weil es ist halt eben nicht mehr so, dass man irgendwas serviert kriegt, was man nur verarbeiten muss, sondern es ist ja jeder, der da mitarbeitet. Es hat sich gezeigt, dass eben das Trello-Board, das sieht man oben links, sich ganz gut eignet, um eben so eine Sammlung an allem, was man erarbeitet hat, zugänglich zu machen für jeden. Da kann jeder rein, da kann jeder was reinschreiben. Und man kann halt alles aus dem Seminar mitnehmen, ohne halt den klassischen Papierberg oder Dateienberg auf seinem PC, sondern es ist einfach für jeden zugänglich. Mein persönlicher Liebling tatsächlich ist aber das Miro-Board. Das Miro-Board kann man sich einfach wie so eine richtig schöne große Tafel vorstellen, auf der jeder rumschreiben kann. Und was am Ende der Lernreise so ein tolles Bild ergibt, was man überhaupt gemacht hat. Und was natürlich irgendwie zu so einer universitären Veranstaltung dazugehört, natürlich auch ein großer Moodle-Kurs, den wir haben, der so ein bisschen über der Lernreise steht, wo eben vor allem theoretische Aspekte besprochen werden, der es halt so, ja, für jeden zugänglich macht, alles zu besitzen, wenn man so sagen will, alle Infos halt da hat. So, und damit eben ganz kurz einmal, was überhaupt die Lernreise, wie kann man sich das vorstellen? Im ganz kurzen, wir haben ja gleich Zeit für Fragen und würde damit eben auch das Wort an Jan weitergeben, der einmal kurz erläutert, warum gehen wir überhaupt auf Lernreise? Genau, dann danke für die kleine thematische Einführung. Und ja, wir wollen uns jetzt kurz damit beschäftigen, warum überhaupt Lernreise? Also warum bieten wir das Seminar an? Was ist unsere Motivation dahinter? Und generell ist es ja so, dass wir im Studium selbstverständlich viel Theorie haben. Wir müssen uns durch theoretisches Wissen aneignen, auch fächerspezifisch, aber auch übergreifend, um einfach so ein bisschen den Rückhalt zu haben für die Praxis. Dann ist es aber leider so, dass wir, was Praxiserfahrungen angeht, nicht so super gut immer ausgestattet sind an den Unis. Also wir haben meistens ein Seminar, ein Praktikum im Bachelor und dann noch eins im Master, sind uns aber dann schon oft mit dem Rest konfrontiert und haben da irgendwie gar nicht die Möglichkeit, alle Schulkonzepte und die ganze Schullandschaft mal so kennenzulernen, die ja wirklich relativ vielfältig mittlerweile ist in Deutschland. Also wir bekommen meistens nur so Einblicke in vielleicht 1, 2 Schulformen, wenn es gut läuft, aber wissen gar nicht, was es sonst noch so gibt. Und deswegen ist es generell so irgendwie, dass beobachtet wird oder wurde, dass man in der Praxis halt nicht so super viele Erfahrungen sammeln kann im Studium. Und
dieser Vielfalt quasi nicht gerecht wird. Und mit der Lernreise wollen wir quasi diesem Problemfeld so ein bisschen entgegnen, indem wir die Theorie und die Praxis einfach mal zusammenführen, indem wir, wie Dani gerade geschildert hat, so einen theoretischen Input haben im Seminar, indem wir uns, wie gesagt, mit schulqualitätischen Entwicklungen, aber auch eigene Freiraum haben für ganz andere Themen mal haben, rund um Schule beschäftigen können und das dann an der Praxis konkret erproben und ausprobieren und gucken, ob das wirklich genauso zusammenpasst und selber dann auch darüber halt reflektieren. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir halt die Theorie aus der Uni, die ja wirklich ja, breit ist, dass wir die auch dann mal reflektieren können und gucken, ist das überhaupt genauso in der Praxis? Also sind die Sachen, die wir theoretisch uns aneignen, wirklich relevant für die Praxis? Sind das die Anforderungen, die wir haben, die auch Schule hat, vielleicht an Bildung und Gesellschaft? Und ja, in der Lernreise wollen wir quasi so einen, wie man so schön sagt, einen ganzheitlichen Ansatz auf Schule irgendwie gewährleisten können und auch den Studierenden dann irgendwie ermöglichen. Und das ist so das Hauptziel, dass man die Kluft zwischen Theorie und Praxis einfach im Studium so ein bisschen zusammenführt mit diesem Seminar. Und wir haben da halt die Möglichkeit, uns einfach mal Fragen zu stellen, wie, welche Schulkonzepte gibt es überhaupt? Was sind so die Unterrichtskonzepte dahinter? Welche Unterrichtsgestaltungen sind überhaupt möglich? Was sind die Möglichkeiten auch von Schule im System Schule? Und dementsprechend kann man sich auch dann mal Fragen stellen, ja, was sind überhaupt die Bildungsprobleme, die wir momentan haben? Welche gesellschaftlichen Probleme muss Schule aber auch reagieren, jetzt und in Zukunft? Und wie muss Schule vielleicht idealerweise eigentlich aussehen, um auf die gesellschaftlichen Probleme auch reagieren zu können? Deswegen natürlich auch die Frage ist immer zentral für uns in dem Seminar, wie soll die Schule der Zukunft überhaupt aussehen? Wir haben auch die Möglichkeit, mal außerhalb von Deutschland zu schauen, wie es andere Länder vielleicht machen, ob das vielleicht besser ist, ob genau so die Schule aussehen soll, weil wir halt die Freiräume haben, in dem halt kein Dozent da ist, der immer strikt guckt, ist das jetzt richtig, was die sagen? Man hat nicht die Angst, bewertet zu werden irgendwie, sondern kann einfach mal frei darüber diskutieren und schauen, was so gerade in der Schule los ist und wie es vielleicht sein soll. Und auch bezogen auf die Nachbereitung, das Nachbereitungswochenende, ist halt auch die Frage, was ist gute Schule für mich, recht wichtig, weil die Schullandschaft ist einfach vielfältig, was auch im Moment gut so ist. Und deswegen auch einfach die Chance haben, mal zu gucken, ja, bin ich eher der Typ vielleicht für ein Gymnasium, für eine Gesamtschule oder auch eher Gemeinschaftsschule zum Beispiel, vielleicht doch Grundschule, mal gucken, ob das zu einem passt. Und auch welche Unterrichtskonzepte, welche Lehrerpersönlichkeit man sein möchte, weil man einfach die Chance kriegt, da viele Persönlichkeiten kennenzulernen und sich da so ein bisschen dran zu orientieren. Und es ist deshalb auch oft so, da wir diesen ja ganzheitlichen Ansatz auf Schule haben in der Lernreise, dass man mitbekommt und wir beide, glaube ich, auch aus eigener Erfahrung sagen können, dass das Seminar einem mehr gibt als der Hauptteil des Studiums vorher oder auch nachher, weil man einfach ganz ungezwungen mal über Schule nachdenken und sich selber gucken kann, für sich selber gucken kann, was zu einem passt, wie Schule sein soll. Und ja, wir hoffen am Ende, dass es auch mehr Leute vielleicht erreicht und mehr Leute die Chance haben, sowas durchzuführen. Und kurz zu der Idee nochmal und zu der Entstehungsgeschichte. Das Ganze wurde 2013 in Berlin entwickelt, genau mit dieser Idee, weil die Theorie und Praxis, weil da einfach eine riesen Kluft zwischen ist und man schauen wollte, wie sieht es in der Praxis konkret aus. Und seit 2013 kann man links auf der Karte ganz gut sehen, das sind die Standorte, an denen eine Lernreise schon überall durchgeführt wurde. Und daraus hat sich, das kann man rechts sehen, das Netzwerk Kreidestock gebildet, das eine studentische Initiative ist, die auch ein eingetragener Verein ist und die sich zur Aufgabe quasi gemacht hat, die Lehramtsausbildung an den Universitäten positiv zu ergänzen, um halt mehr LehrerInnen mit wirklich dieser ganzheitlichen Perspektive auf Schule in die Schulen zu schicken. Und da haben sich momentan 9 Standorte etabliert, die auch immer wieder ein bisschen wechseln, je nachdem, wie das Engagement gerade so ist an den Unis. Und gleichzeitig wäre es natürlich auch cool, wenn man irgendwie mehr Standorte, an denen Lernreisen durchgeführt wurden, dass man da auch Kreidestaub-Netzwerk quasi etabliert. Und das ist auch dann so das Ziel, vielleicht ein bisschen mit dem Vortrag, dass man mehr dazu motivieren kann. Und da sind wir auch immer alle Standorte mal gerne zur Hilfe bereit. Und deswegen am Ende noch so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Links seht ihr die Webseite von Kreidestaub, wo man gerne mal draufklicken kann. Da sieht man zum einen zur Lernreise noch ein bisschen was, aber auch die anderen universitären Seminare, weil neben der Lernreise bietet Kreidestaub auch noch andere Seminare an, um halt die Lernausbildung so positiv zu ergänzen. Und rechts seht ihr dann einmal den Insta-Account von der Initiative Kreidestaub. Da sind immer wieder aktuelle Beiträge rund um die Bildungslandschaft. Und ganz rechts dann auch unser kleiner Instagram-Account zur Lernreise Bochum, wo ihr so ein bisschen Einblick bekommen könnt, wie die Lernreise bei uns so stattfindet, welche Schulen wir schon besucht haben, auch wie die Seminargestaltung, die Reise so ein bisschen abläuft, um da einfach mal zu gucken. Also wenn ihr Interesse habt, sehr gerne mal draufklicken. Und dann bedanken wir uns an der Stelle auch für eure Aufmerksamkeit, hoffen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, vielleicht sogar motiviert wurdet beim Anschauen und würden auch dann jetzt die Austauschrunde starten und sind für Fragen offen.